Erneut willkommen zurück zu Pokémon Schwarz, meine lieben Freunde. Ich stehe hier direkt am Fuße des Wendelberges, denn den muss ich nämlich überqueren, um nach Nevaio City zu gelangen, die Stadt mit der siebten Arena. Und dort hat Geraldine ja offenbar auch Team Plasma gesehen. Aber nochmal kurze Info für alle, die den letzten Part eventuell nicht gesehen haben. Dann werdet ihr vielleicht gar nicht wissen, dass sich mein Team ein kleines bisschen verändert hat. Ich habe nämlich ein neues Pokémon in mein Team genommen, statt Nagelots, weil das eh total sinnlos war. Und zwar habe ich hier, ihr seht es schon, das besondere Zoroark, was ja auch im 13. Kinofilm eine Rolle gespielt hat. Das ist immer weiblich, ist auch cool. Jetzt habe ich drei männliche und drei weibliche Pokémon im Team. Und Kronewild habe ich aus dem Grund, weil ich nämlich auf dem Weg in den Hain der Täuschen, wo ich Zorak getroffen habe, noch ein Sonderbonbon gefunden, aber das habe ich dann Sesokids gegeben und dadurch wurde es zu Kronewild. Ich habe noch ganz vergessen, euch zu zeigen, dass es ja ein paar neue Attacken durch die ganzen Level-Ups gelernt hat. Also das ist jetzt, wie gesagt, Kronewild in seiner Sommerform. Trägt immer noch die Wundersaat und es kann unter anderem schon den Energieball. Anwender zieht Kraft aus der Natur und feuert sie auf das Ziel, senkt eventuell Spezialverteidigung des Ziels und hat eine Stärke von 80. Gut, Finte weiß ich gar nicht, ob es die schon vorher konnte, kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube, was es auch noch neu gelernt hat, ist die Aromakur. Heilt alle Statusprobleme des Teams mit beruhigendem Duft. Relativ praktisch, gut, und den Sprungkick, den konnte es aus Sesuke jetzt auch schon. Aber ist gar nicht mal so schlecht und bei meinem Mebraner, da dauert es noch ein bisschen, bis es Level 36 hat. Das hat immer noch den EP-Teiler und dann wird es sich noch einmal auf 36 entwickeln. Und ihm habe ich logischerweise Surfer beigebracht, weil das brauche ich dann später, um weiterzukommen. Und Zora kriegt den EP-Teiler, sobald sich Mebraner nochmal entwickelt, weil Level 25 ist halt doch schon ein bisschen schwach. Aber besser als das Zorua, weil das war nur Level 10. Also, wollte ich nur mal so gesagt haben. Und jetzt geht's hinauf auf den Wendelberg. In dieser Richtung Wendelberg, Vorsicht, wilde Pokémon voraus. Genau, und hier haben wir ja nochmal gegen Sheldon gekämpft, dann stand da oben einfach Zoloro, kam hier voll cool runtergecharmt, der ist voll badass, und dann hat er uns einfach mal die Form Surfer geschenkt. So, und lassen wir gerade, der Typi will gleich mal einen Kampf. Und wer in diesem Berg überwinden will, muss zunächst einmal mich überwinden. Na, traust du dir zu, ein erfahrenes Bergsteigerteam wie meins zu besiegen? Eine Herausforderung von Wanderer Pepe. Na, natürlich traue ich mir das zu. Sedimantur. Und los, Flammirex. Ihr seht schon, gegnerische Pokémon Level 34. Na, da würde ich mit Zoroark im Moment noch nicht so gut dastehen. Das muss ich halt noch trainieren, aber macht ja nichts. Dampfwalze. Und die Initiative sinkt. Was macht es? Steinhagel. Und wir haben die Attacke abgewehrt. Das nenne ich aber Pech. Natürlich Pech für Sedimantur. Und plattgewalzt. So, und dann hat er noch ein Stripuli. Okay, da wechsle ich jetzt aber ausnahmsweise mal aus auf Faselsnob. Stripuli ist ja ein Kampf-Pokémon, wie jeder wissen sollte. So, in meinem Fall habe ich ein weibliches Faselsnob. Das sieht ein bisschen anders aus. Alter, weil das ist ja schon die Weiterentwicklung von Praktibalk. Jetzt hat er direkt das auf einmal so einen Stahlträger mit sich rum. Ich meine, wo hat es denn her? Bestimmt voll von so einer Baustelle geklaut. So, wir fliegen hoch. Da kannst du mich schon mal nicht mehr angreifen. Zermürben von wegen. Und jetzt fliegen wir hinab und zack. Das Schöne ist ja, die Basisstärke von Fliegen ist relativ hoch und Volltreffer war es auch noch. Streppel wurde besiegt. Du bist ja ein richtiger Gipfelstürmer. So, und hier geht es in den Wendelberg hinein. Und glaub mir, der ist verdammt groß in seinem Innern. Die Höhlen sind verworren und ich weiß gar nicht, ob wir nicht sogar Blitz noch hier drin brauchen, bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist diese Höhle um einiges größer als die Elektrolythöhle. Ja. Ihr seht schon, hier drin brauche ich auf jeden Fall Blitz, weil sonst sehe ich absolut nichts, aber dafür habe ich ja mein Seebritz. Blitz bitte. So, was? Das lässt sich hier nicht einsetzen? Hä? Ach, dann... Okay, ich dachte falsch. Na gut, dann nicht. Dann, man... Ja, man sieht ja doch ein bisschen was. Und hey, das sind ja Sheldon und, Turner. Ja, Alex. Ha, dann mache ich einen Rundgang auf den Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, wirklich?
Ach übrigens, habt ihr letzte Zeit den Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis es sich irgendwo wieder zeigt. Aber ihr habt mit dieser ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Schön zu sehen, wenn Kinder wie ihr zusammen mit ihren Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt und... ich sag besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon noch verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Puh, und ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwas auf. Alex, ich habe es schon mal vorausgesehen. Ja, da meinst du, willst du mal vorausgehen? Ja, ja. Vor allem sein Berg? Es kann doch nicht sein, dass das, Turner gehört doch nicht der ganze Berg allein. Hat er den gekauft oder was? Egal. So, und ihr seht schon, wir sind nicht immer nur drin, wir sind teilweise auch einfach mal draußen. Hier wird nämlich kräftig gebaut. Im Winter wandelt sich das Aussehen des Wendelberges. Dieser Anblick ist wirklich beeindruckend. Ja, im Moment ist bei mir aber gerade Sommer, während ich das hier zocke. Wenn hier wirklich Winter wäre, dann würde ich den Wendelberg auch wesentlich leichter bezwingen können, weil dann sehr viele Wege einfach mit Schnee aufgehäuft sind, wo ich dann drüber laufen kann. Aber so muss ich halt den ganz normalen Weg nehmen, über sehr viele Holzstege. Und was haben wir hier rumliegen? Wir hätten hier einmal einen Beleber. So, blöd nur, dass jetzt hier der Holzsteg kaputt ist. So, ich glaube, da unten muss ich sogar rein oder vielleicht auch dort unten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hier gibt es einfach sehr viele Wege. Hier zum Beispiel auch, kann ich auch rein. Und was haben wir hier noch? Einen Hyperheiler. So, zu der Trainerin komme ich jetzt gerade nicht. Hat sie Pech gehabt. Stehen ja auch noch zwei so Bagger rum. So, jetzt bin ich wieder drin. Also gut, man braucht hier Blitz doch nicht. Das hat auf den ersten Blick nur so ausgesehen, aber es ist ja gar nicht so dunkel. Und wenn ich von Fels umgeben bin, geht's mit meiner Motivation bergauf. Eine Rüstung von Wanderer Helge. Tja, gleich geht's mit dir wieder bergab. Fleckneul. Werde ich dich einfach mal verbrennen. Nitoladung. Obwohl, nee, Gewissheit. Machen wir doch lieber Gewissheit, weil Unlicht ist ja stark gegen Psycho. Und besiegt. Das ist noch besser. Ist voll die Überraschung für Psycho-Pokémon. So, Sedimantu schon wieder. Ihr wisst ja was, ich tausche jetzt mal aus, weil das ist ja eh ein Gesteinstyp, also Mebrana, du musst dich endlich entwickeln. Und es fehlen noch gar nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, wie man sieht, seine EP-Leiste ist schon wieder fast voll. Also dann, Surfer, spür die Welle! Einfach nur geil. Und was zum Teufel, Robustheit von Sedimantu wirkt. Das übersteht die Attacke. Das ist so gemeine Juwelenkraft. Ich hasse diese Fähigkeit. Ich hasse sie wirklich. Dampfwalze, dann walze ich dich eben platt. Das kommt davon. Und jawohl, es hat damit schon Level 36 erreicht. Das wird sich also endlich ein weiteres Mal entwickeln, Leute. Super. Und dann hat er noch einen Strepoli. Gut, das übernimmt jetzt aber bitte wieder mein Phasensnob. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Membran jetzt einzuwechseln. Und sobald es sich entwickelt, bekommt natürlich Zoroark den EP-Teiler. Und wir fliegen hoch. Herr Steinhagel, von wegen, das hätte ziemlich weh getan, aber vergiss es, nicht mit mir. Da hat's dich umgehauen, hä? Wenn ich verliere, geht's mit meiner Motivation bergab. Na, was habe ich gesagt? Nanu, Mebrana entwickelt sich. Glückwunsch, dein Mebrana wurde zu einem Brana-Warz. Branabas versucht Säure zu erlernen. Aber Branabas kann maximal nur 4 Attacken lernen. Säure, das ist doch eine Giftattacke. Guck mal ganz kurz, was macht das nochmal hier? Gift? Aha, Stärke 40. Versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spezialverteidigung des Zieles senkt. Nee.
Nee, komm, ich bin auch nie so auf Giftattacken, weil ich bin ja noch nie so drauf gestanden, das ist auch nicht erlernen, das ist unnötig. Das kann schon sehr viel bessere Attacken lernen, aber endlich habe ich ein Branawar. Es ist zwar jetzt nicht gerade das hübscheste Pokémon, aber es ist nun mal ein Frosch. Mit Warzen. Und es ist blau. Und das reicht, dass ich es trotzdem noch irgendwie cool finde. Vor allem Wasserboden, ne? Da können Elektro-Pokémon einparken. So, Branawar, du trennst dich jetzt aber bitte von deinem EP-Teiler, den jetzt Zoroark bekommen wird. Das muss auf jeden Fall noch trainiert werden. Level 25 ist eindeutig noch zu schwach. Und Branawar, du bekommst dafür im Austausch, mal schauen, was ich dir überhaupt gebe. Ja, genau, du kriegst einfach wieder den Expertengurt. Item zum Tragen, dieser alte Gürtel verstärkt sehr effektiv Attacken. Dann sind seine Attacken nochmal stärker, wenn es die einsetzt und einen effektiven Treffer landet. So, passt, jeder trägt ein Item, jeder ist cool. Wir sind es auch und wir machen weiter. Ich kann nicht garantieren, dass ich den ganzen Berg in einem Part jetzt bezwingen werde. So, Moment, da hinten steht es mir noch einmal rum, jetzt gehe ich erstmal hier raus. Brauche natürlich wieder meinen Topschutz. Ich habe jetzt keinen Bock auf viele Pokémon. Mein Team, so wie jetzt mein Team aussieht, wird es ehrlich gesagt doch wirklich bleiben. Also Flambirex, Branawar, Kronewill, Phasasnob, Zebritz und Zoroark. Ich glaube, damit werde ich mich dann auch später mal der Pokémon-Liga stellen. Weil ich finde, das ist relativ cool. Wir haben Feuerkampf, wir haben Wasserboden, Pflanze normal, Normalflug, Elektro und Unlicht. Ist doch eine ganz coole Kombi. Man kann natürlich jeder sein Team zusammenstellen, wie er will, ist logisch, ne? So, die dumme Pute lasse ich jetzt einfach mal hier stehen, aber... okay, gut, es bringt mir gar nichts, mal hier zu sein. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Bin ich hier also falsch? Ich glaube, da würde ich theoretisch rüberkommen, wenn vielleicht Schnee liegen würde, aber es ist leider nicht Winter. Ich kämpfe mit, weil ich wissen will, wie sich Pokémon beim Kampf fühlen. Ich bin eben eine Vollblutkämpferin. Eine Auswahl von Kämpferin Shannon oder Shannon oder was auch immer. Ich glaube eher Shannon. Und sie hat ein Jutesto. Na, das sieht vielleicht aus. So, los, Flambirex. Feuerkampf, Gegenkampf. Kann man übrigens nur in der weißen Edition fangen. In der schwarzen gibt es ein anderes Pokémon, was aber da dazugehört. Das ist dann ganz blau. Die beiden bilden halt ein Duo. So, Jutesto. Nitro-Ladung. Das macht aber nicht so viel Schaden. So, Protzer. Angriff steigt, Verteidigung steigt. Dampfwalze. Vergeltung. Wow, 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 wow. Hallihallo, na warte. Das lasse ich mir jetzt aber nicht bieten. Phasasnob, du kommst raus. Denkt dieser fette Kloß sich eigentlich dabei? Ist voll der Smurring auch irgendwie. Schon wieder Vergeltung. So, na warte. Auf jeden Fall kann es nicht vor mir angreifen, weil ich es mit Dampfwalze langsamer gemacht habe. Also fliegen wir wieder empor. So, Vergeltung daneben und fliegen trifft. Und tschüss. Verliere ich, weine ich mit meinen Pokémon. Ich bin eben eine Vollblutkämpferin. Ja, und jetzt bist du auch eine Vollblutverliererin. Das war mal wieder richtig gemein. So, jetzt bin ich hier. Da unten liegt ein Item rum. Ob ich da hinkomme, ich kann es nicht garantieren. Weil jetzt muss ich nämlich hier schon wieder rein. Das ist echt verwirrend hier. Wendelberg ist echt verdammt verwirrend aufgebaut. Ihr seht schon, in solchen Staubwolken sind immer wilde Pokémon drin. Und manchmal verstecken sich hier sogar Gegner. Ich bin die Nummer 2 hier am Wendelberg. Eine Herausforderung von Arbeiter Shane. Ach, und wo ist die Nummer 1? Oh, Feliciano. Das kennen wir doch schon. Gewissheit. Amnesie. Amnesie, was ist das? Keine Ahnung, irgendwas mit Gedächtnisverlust. Habe ich vergessen. Zack!
Und nein, es hat knapp überlebt, ist jetzt nicht dein Ernst. Ist jetzt nicht dein Ernst. Na warte, ich tausche jetzt den Sigurd mal lieber aus auf Zebritz. Weil Flamberix ist leider vorgeschwächt, also ich habe jetzt keinen Bock, dass es besiegt wird. Ja, mach es fertig, los Zebritz. Ach, es macht nochmal Armee 7. Na gut, das konnte ich ja nicht wissen, hätte sein können, dass er schon angreift. Aber egal. So, spüre meinen Ladungsstoß. Und zurück auf Level 26. Sieht so aus, als wärst du ab heute die Nummer 2 hier am Wendelberg. Was soll das denn heißen? Ich bin natürlich die Nummer 1. Schon immer gewesen, werde es auch immer sein. So. Supertrank. Für Flammerex. Gut, und dann noch für Phasesnob. Und dann... zwei normale Tränke habe ich auch noch. Das heißt, den einen bekommt noch Flammerex. Und... nochmal Flammerex. So, passt. Volle KP. Topschutz ist immer noch aktiv. Gut, wirkt noch. Weiter. So, Moment, was liegt denn hier rum? Ah, ein Mondstein. Cool, jetzt habe ich schon zwei davon. Aber im Moment habe ich noch keine Pokémon, die den brauchen würden. Macht aber nichts. So, wo führt mich dieser lange Weg bitte hin? Das ist ja Wahnsinn. Aha, hier wieder raus. So, jetzt, jetzt komme ich an dieses Item ran. Es ist nämlich ein Top-Trank. Geil, kann ich noch nicht mal kaufen. Füllt ja die KP vollständig auf und so. Wo führt mich das jetzt hin? Ah, einmal so rundherum. Hier käme ich wieder rein. Und Moment, was haben wir hier noch? Es ist ein Äther. Ey, und da steht wieder so ein Arzt rum, so ein Doktor, damit mir mein Team heilen, wenn ich ihn besiege. Aber nur, wenn ich ihn auch erreichen kann. So, jetzt kann ich mich wieder entscheiden, wo ich lang gehe. Ah, Moment. So, ich wette, unter dem Haufen kommt wieder irgendwer hervor. Ah, doch nicht. Okay, hätte das sein können. Und ein Nugget! Geil! Wieder mal ein Nugget. Wird verkauft. Wird dann in der Bio City sofort verkauft. Für 5000 Pocket-Dollar, Baby. Und da haben wir noch was. Und da kommt jetzt jemand raus. Mein Team wurde durch körperliche Arbeit gestillt und schlägt kräftig zu. Herausforderung von Arbeiter Dea. Na, dann zeig mal, was du hast. Ein Stahlobohr. Alter, das guckt immer so grimmig. Dann seht es euch doch an. Also Stahlobohr, das macht echt ein Gesicht, als hätte es sich eingekackt. So böse guckt das rein. Dampfwalze. Du bist immerhin auch ein Stahltypi. So, Stahlbohm, ne? Steinhage. Das tut weh. Naja, so wie in auch wieder nicht. Es würde wehtun, wenn wir Monotyp Feuer wären, aber gegen Kampf scheinbar da gleichen wir das wieder aus. Und nochmal Dampfwalze. Und so, okay, Level 27. Mein Team wurde durch die Arbeit gestillt, daran ändert auch eine Niederlage nichts. So, und was haben wir jetzt hier? Aha, noch ein AP+. Das hebe ich mir im Moment immer noch auf. So, und jetzt raus hier, Mann! Ah, okay, so, der Arzt ist da. Du kannst dich glücklich schätzen, mir auf deiner Langreise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team heilen. Eine Herausforderung von Dr. Theodore. Na, das ist doch mal ein Deal. So, Mitodos. Das ist wieder Psycho, aber da habe ich ja was von Ratiofarm. Ich meine, da habe ich meine Gewissheit, dass ich ihm eine reinhaue. So, und mit einem Treffer ausgenockt. Das ist die Überraschung für alle gegnerischen Psycho-Pokémon und Somnivora kriegt auch was davon ab. Extra nur für dich, Gewissheit. Sollte ich vorher selber Schaden erlitten haben, würde sich die Attacke sogar noch verstärken, dann würde sich die Stärke verdoppelt. So, Beschwörungsschütze kann ich natürlich für Volltreffer. Na und, ich besiege dich auch ohne Volltreffer. Hier, Gewissheit! Na, was habe ich gesagt? Auch ohne Volltreffer habe ich gewonnen. So,
So, und Sora kriegt Level 28. Der EP-Teiler bringt's ihm voll. Offensichtlich ist dein Pokémon-Team topfit. Naja, nicht ganz. Nach dem Kampf solltest du dein Pokémon-Team immer in aller Ruhe verarzten. Die Gesundheit ist dein größtes Gut. Es gibt einfach nichts Wichtigeres. Ja, da hat er sogar recht. Also nicht mal mit allem Geld der Welt kann man sich Gesundheit wirklich kaufen. Man kann sich zwar vielleicht gute Ärzte leisten, aber ansonsten so. Ich würde mich mal interessieren, ob ich überhaupt in dieses Haus da unten irgendwie reinkomme. So, hier geht's dann auch wieder lang. Und hier... Boah, na toll. Hier oder hier? Ich gehe jetzt erstmal hier rein. So. Aha, gut, da ist so ein Backpacker, so ein Wanderer. Ach so. Aha. Was soll denn das jetzt bringen, dass man hier reingeht? Das ist eigentlich total komisch. Gut, das hat also gar nichts gebracht. Na, jetzt weiß ich es wenigstens. Aber da oben lag ein Item rum. Das ist die Frage, wie ich da wieder rankomme. Nee, komm, jetzt wollte ich schon das Nugget auswählen. Ganz gerne will ich mich hier mit dem Nugget einreiben. Dass man vielleicht golden glänzt, das wäre ein bisschen dämlich. Warum graben wir Löcher und warum kämpfst du mit deinen Pokémon? Diese Fragen will, nein, muss ich auf den Grund gehen. Eine Auswahl von Wanderer Melvin. Das ist auch ein lustiger Name. Ist schon wieder ein Fleckneul. Ja, warum wir Löcher graben, habe ich keine Ahnung. Aber warum ich mit Pokémon kämpfe, ist ganz einfach. Weil ich der Beste werden will. Gewissheit. Habe ich dich kaputt gemacht. So, und Flammirex. Yeah, er ist Level 41. Und ein Sidimantel schon wieder. Na gut, warum nicht? Dampfwalze. Eisenabwehr. Na, das bringt dir jetzt aber auch nichts mehr. Verteidigung steckt stark. Tja, du hast schon wesentlich weniger, das ist nur mein Viertel einer KP, also bist du erledigt. Hättest mal lieber angreifen sollen. Pech gehabt. All deine bisherige Erfahrung ist das die Grundlage deiner Kraft, aber hallo. Worauf du einen lassen kannst, aber bitte nicht, wenn ich daneben stehe. Alter, sag mal, wie riesig ist dieser Wendelberg überhaupt? Das ist ja Wahnsinn. Und upsala, da guckt sich gerade einer um. Voll so ein Karate-Typi. Und da haben wir einen Hyperball gefunden. So, was ist jetzt mit dem Typen? So, voll verarscht. Schnell weiter. Oh, fies. Meine Pokémon lieben die Mineralien, nach denen hier geschürft wird. Heiße Pokémon-Kämpfer natürlich auch. Herausforderung von Arbeiter... Sien? Jean? Nee, Jean schreibt man, glaube ich, anders, oder? Sien? Ja, Sien? Ach, keine Ahnung, vielleicht heißt es ja doch Jean. Wäre ja ein Franzose. Aber das macht ja nichts. Nächste Ladung. Du sagst, du stehst auf heiße Kämpfe, das kannst du gerne haben. So, Protzer. Jetzt gib mal nicht so an. Ah, voll fies, nur wegen Protzer hat das überlebt. Nochmal Protzer. Also jetzt trägst du aber wirklich zu dick auf. Und zwar Level 29, super. Und es versucht Schmarotzer zu erlernen. Okay, das ist eine ziemlich coole Unlichtattacke hier. Schmarotzer. Vor allem hat es eine Stärke von 95. Anwender macht sich die Kraft des Zieles zunutze. Je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden richtet die Attacke an. Die kann also noch stärker werden. Dafür kann die Finte weg. 1, 2 und schwupp. Zoroark hat Finte vergessen und Zoroark erlernt Schmarotzer.
Und dann hat er noch einen Silimantus. So, komm, jetzt soll man wieder... Soll man Branabats kämpfen, komm. Yeah, das nenne ich mal einen fetten Frosch. Surfer. Da spüle ich dich einfach hinfort. Oder auch nicht, mit Robustheit. Das ist so gemein. Warum müssen so viele Gestein-Pokémon immer die Fähigkeit Robustheit haben? Das ist doch voll blöd. Dann malt sich die eben wieder platt. Du hast mich besiegt, das geben selbst meine Pokémon zu. Das müssen sie auch. Aha, ach, jetzt bin ich hier unten. Seht mal, jetzt bin ich hier unten. Der Apfelheimer ist leer. So, wer wohnt denn jetzt hier? Irgendwie niemand. Und hier kann ich nicht mal einen PC irgendwie was lesen. Ist auch leer. So, ist eigenartig. Da schlafen wohl einfach nur die Arbeiter hier. Die müssen sich ja irgendwo ausruhen können. Okay, so. Hier, ach, hier geht's noch weiter. Ich glaube, wenn ich da reingehe, komme ich aber wohin, wo ich noch gar nicht mal hin sollte. Also besser wäre es, wenn ich da noch nicht hingehe. Wenn, dann muss ich, glaube ich, hier hinten weiter. Oder hier oben. Ne, hier oben komme ich nur noch zurück. Okay, hier. Genau. Ich glaube, hier, wenn ich jetzt hier noch durchgehe, dann müsste ich hoffentlich endlich in Nevario City sein. Ich hoffe es. Oh, da ist der Team Plasma schon. Okay, Leute, so jetzt will ich aber ehrlich gesagt den Part nicht überziehen. Also mache ich hier mal einen Schluss. Ich weiß ja nicht, ob das bei dem einen Kampf bleiben würde oder was ich jetzt auslöse, wenn ich da näher rangehe. Ich bleibe mal lieber wirklich hier stehen. Und den nächsten Part machen wir dann weiter mit dem Wendelberg. Hoffentlich dauert es dann nicht mehr so lange, bis wir in der Nevario City sind. Also bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz, Leute. Macht's gut und tschüss.